In der vergangenen Woche, am Donnerstag, hatten wir unseren dritten Livestream. Und da haben David und ich gemeinsam ein Projekt weiterentwickelt, was ich vor einigen Wochen in unserem zweiten Livestream angefangen hatte, nämlich Musik mit TypeScript und Node.js zu machen. Und das Ganze hatte vor einigen Wochen schon insofern funktioniert, als ich in der Lage war, Noten an Geräte zu senden. Konkret ging es um die Roland Aira-Serie. Da sieht man hier im Hintergrund noch ein paar Tasten, zumindest von einem der Synthesizer, die da hinten stehen. Und das Ganze war also so weit, dass man das Ganze relativ quick and dirty, aber mit viel Aufwand, mit Set-Intervall und Set-Timeout eben schon mal anprogrammieren konnte und ein paar Töne rausbekommen hat. Und das haben wir angefangen, in der vergangenen Woche eben sozusagen aufzuräumen oder beziehungsweise wir haben uns überlegt, dass man das Ganze vielleicht mit einem bisschen anderen Ansatz angehen will, dass man mehr in die Richtung gehen will, dass man Patterns programmiert, die man dann entsprechend als Loops laufen lassen kann. Und da wollten wir entsprechend einen Durchstich machen. Und das, finde ich, ist ungemein wichtig, einen solchen Durchstich zu machen, weil, wenn das nämlich etwas ist, was man nicht schon 100.000 Mal entwickelt hat, man ja erstmal rausfinden muss, was da sozusagen zu dieser Aufgabenstellung alles dazugehört, was die sozusagen umfasst und in welche kleinen Problemchen, an die man am Anfang gar nicht denkt, in welche man dann reinlaufen wird und so weiter. Und genau damit haben wir uns am Donnerstag beschäftigt. Und das Ergebnis war, dass das Ganze funktioniert hat, aber der Code war eben kein bisschen aufgeräumt, er war sehr unsauber, er war nicht strukturiert. Aber das ist völlig okay gewesen, weil es eben nur um den Quick and Dirty Prototyp ging. Was man jetzt nicht machen darf, ist am Ende, wenn das Ganze dann funktioniert, wenn der Durchstich sozusagen erreicht ist, was man dann nicht machen darf, ist dann hinzugehen zu sagen, so, wir haben es, nächstes Feature. Das ist gefährlich, wenn man so entwickelt, weil dann entwickelt man natürlich Software, die qualitativ sehr, sehr minderwertig ist, sondern man muss sich dann die Zeit nehmen, das Ganze quasi nochmal aufzuräumen, nochmal zu durchdenken, aus dem, was man jetzt auch vielleicht gelernt hat, sich ein paar Überlegungen anzustellen und dann eben das Ganze sozusagen in vernünftig nochmal aufzubauen. Und genau damit möchte ich heute mit euch gemeinsam starten. Heute werden wir uns nämlich das grundlegendste etwas dafür vornehmen, nämlich das Metronom, und bauen das einmal in vernünftig. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Developers Dictionary. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden jetzt gleich mal einen Blick in den Code werfen und werden dort einfach eine neue Klasse beginnen, nämlich eine neue Metronom-Klasse. Wenn wir jetzt mal in den Code schauen, dann können wir da in den lib-Ordner gehen und können darin einfach mal eine neue Datei anlegen, nämlich die metronome.ts-Datei. Und wie gesagt, das wird eine Klasse werden, das heißt, wir können eine Klasse namens Metronome anlegen und damit man auf die natürlich von außen zugreifen kann, sollten wir die auch entsprechend exportieren. Das heißt, wir sagen Export Metronome. Und wie bei uns üblich, das Ganze eben über einen Named Export. So ein Metronom, im Prinzip hat das ja die Aufgabe des Taktgebers, das heißt, es muss nachher eine Geschwindigkeit vorgeben können. Das ist ja auch, wenn man jetzt so an ein analoges, physisches Metronom denkt, das hat ja so einen Zeiger, der so hin und her pendelt und macht er dann entsprechend klack, 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 halt in einem kontinuierlichen Tempo. Und dieses Tempo muss das Metronom natürlich kennen, um das Ganze machen zu können. Und die Tempoangabe, die erfolgt üblicherweise in der Musik, indem man festlegt, wie viele Schläge pro Minute denn stattfinden, im Englischen Beats per Minute, die sogenannte BPM-Zahl. Und genau das legen wir in unserem Metronom entsprechend auch fest. Das heißt, wir haben einen Konstruktor und dieser Konstruktor bekommt also eine BPM-Zahl übergeben, weil es eben, wie gesagt, einfach eine Zahl ist, ist das eine Number. Und was wir machen ist, wir speichern diese BPM-Zahl einfach in einer Property. Und die könnte man jetzt private machen, aber da ist es vielleicht auch ganz interessant, nachher nochmal von außen abrufen zu können, auf wie viel BPM läuft denn dieses Metronom. Das heißt, da machen wir eine Public Read-Only Property namens BPM und das soll entsprechend eine Number sein. Was wir jetzt schon machen können, ist, wir können ausrechnen, wie viele Millisekunden dauert denn ein Schlag. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal als Tempo 60 BPM, dann ist klar, bei 60 Sekunden pro Minute und ich habe 60 Schläge pro Minute, dann wird also ein Schlag eine Sekunde dauern. Wenn ich mit 120 BPM arbeite, wird das eine halbe Sekunde sein. Das heißt, ich muss die 60.000 Millisekunden, die ich in einer Minute habe, teilen durch die BPM-Zahl. Das Ganze sieht dann also so aus, dass wir hier sagen 60.000 geteilt durch die BPM-Zahl. Und das ist theoretisch erstmal die Zeit in Millisekunden, die ein Schlag dauert. Aber jetzt ist der Punkt, wenn ein Metronom so vor sich hintickt, dann ist man als Mensch natürlich in der Lage, sozusagen mitzuzählen. Das heißt, das Metronom weiß ja erstmal nichts über die Taktart, das weiß überhaupt nichts überhaupt von Takten, sondern das gibt einfach nur Klack, Klack,
klack, klack, klack von sich. Und da kann ich als Mensch natürlich entsprechend drauf zählen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, wenn ich einen Viervierteltakt habe. Oder 1, 2, 3. 1, 2, 3, wenn ich einen Dreivierteltakt habe. Wenn ich zum Beispiel einen Walzer habe. Walzer ist ja üblicherweise im Dreivierteltakt. Und das heißt, ich kann also das, was das Metronom mir an Schlägen vorgibt, kann ich interpretieren. Und ich kann das entsprechend unterschiedlich betonen. Jetzt kann ich aber auch nicht nur die Schläge zählen, die das Metronom direkt vorgibt, sondern ich kann ja auch sozusagen Zwischenschläge definieren. Ich könnte also, um beim Viervierteltakt zu bleiben, statt 1, 2, 3, 4, könnte ich auch die Achtel dazwischen zählen. Das wäre dann 1 und 2 und 3 und 4 und immer dieses und, das wäre das entsprechende Achtel. Für den Menschen ist das relativ einfach möglich, das sozusagen zu interpolieren. Der Computer, der wird das natürlich nicht so einfach machen können. Der wird nicht sagen können, ah ja, da sind zwei Events und in der Mitte zwischen diesen beiden Events, da kommt zwar kein Event, aber da denke ich mir jetzt eins. Dazu ist Software nicht in der Lage. Das heißt, wir brauchen, wenn wir auch Achtel oder Sechzehntel oder so abbilden wollen, brauchen wir eine feinere Auflösung in diesem Metronom. Und das sind die sogenannten Pulse oder die Impulse im Deutschen vielleicht eher. Und da kann man jetzt sich überlegen, wie viele Pulse soll denn so eine Viertelnote oder so ein Schlag haben? Und da kann man sehr lange drüber nachdenken und sehr lange drüber diskutieren. Moderne Sequencer-Software, sowas wie Logic oder Ableton oder Cubase, arbeiten üblicherweise mit einer Auflösung von 960 Impulsen pro Viertelnote. 960 ist schon sehr, sehr fein aufgelöst. Historisch gesehen, als der MIDI-Standard entwickelt wurde, da hat übrigens auch die Firma Roland einen großen Teil dazu beigetragen. Da wurde das Ganze mal auf 24 Pulse pro Viertelnote festgelegt. Das ist auch das sogenannte SYNC-24-Format. Und diese Pulse pro Viertelnote, die werden als PPQN abgekürzt, also als Pulses per Quarter Note. Man könnte auch sagen, das sind die Pulse pro Beat, also die Pulses per Beat, sowas in der Richtung. Und warum jetzt gerade 24? Nun, weil die 24 als ein Vielfaches von der 3 und von der 4 sich sehr gut eignet, um eben sowohl binäre Rhythmen als auch ternäre Rhythmen abzubilden. Das heißt, da kriege ich gut Achtel und Sechzehntel und 32stel untergebracht, aber ich kann eben auch sowas wie Triolen gut unterbringen. Und insofern haben wir uns überlegt, macht es vielleicht Sinn, also David und ich, wir haben uns nach dem Livestream noch lange darüber unterhalten, wie man das Ganze entsprechend aufräumen könnte, wie man das Ganze sauber strukturieren könnte, und wir haben uns also entschieden, mit diesen 24 Pulsen pro Beat zu gehen. Das heißt, das ist auch etwas, was wir in dieser Metronomklasse erstmal festlegen sollten. Das heißt, wir haben also ein Public Read Only Pulses per Beat und das ist entsprechend 24. Und das heißt, wir rechnen hier nicht aus die Millisekundenzahl pro Schlag, also das haben wir jetzt ja schon, sondern was uns eigentlich interessiert, ist die Millisekundenanzahl pro Impuls. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal teilen durch Pulses per Beat. Und was wir dann rausbekommen, das sind die sogenannten Milliseconds per Pulse, nicht per Beat, sondern per Pulse. Und das wiederum sollten wir natürlich auch irgendwo in einem entsprechenden Feld speichern. Das heißt, wir haben hier die Public Read Only Milliseconds per Pulse und das ist auch eine Number. Und da macht es auch Sinn, das Ganze eben auch als Public zu definieren, damit man von außen an den Metronom zum Beispiel abfragen kann für Berechnungen von Notenlängen oder Ähnlichem, wie lange dauert denn so ein Impuls. So, jetzt haben wir also diese Zeit, wir haben die Geschwindigkeit. Jetzt geht es im Grunde genommen darum, dass man das Metronom vielleicht noch starten möchte. Das heißt, wir brauchen eine Startfunktion. Und in dieser Startfunktion, da soll jetzt also ein regelmäßiges Auslösen stattfinden. Dieses regelmäßige Auslösen macht man am besten über ein Set-Intervall. Und dieses Set-Intervall, das tickt jetzt sozusagen mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit, weil das ja für jeden einzelnen Impuls auslösen soll, muss also Milliseconds per Pulse sein. So, und jetzt brauchen wir irgendwie ein Event oder einen Callback oder sowas in der Richtung, mit dem wir eben sagen können, hallo, hier hat jetzt gerade ein Impuls stattgefunden. Das heißt, wir geben von außen noch einen Callback rein. Das heißt, wir könnten hier sagen OnPulse. Und dieser OnPulse-Callback, der kriegt einen eigenen Typen, nämlich den OnPulse-Typ. Den definieren wir hier einfach mal gerade inline. Und dieser OnPulse-Typ, das ist zunächst mal nichts anderes als einfach eine Funktion. Die hat keine Parameter. Und die ist entsprechend, gibt auch nichts zurück. Und diesen Callback, der da übergeben wird, den sollten wir uns natürlich auch speichern. Das heißt, wir packen den auch in eine entsprechende Property rein und gehen hin und sagen dann, den packen wir
hier in ein Private-Feld. Bei dem macht es tatsächlich Sinn, dass es Private ist, weil der definitiv nicht von außen gebraucht werden wird. Und wir haben hier also eine OnPulse-Eigenschaft vom Typ OnPulse. Und deswegen ist es übrigens, finde ich, sehr, sehr praktisch, auch solche Funktionssignaturen als eigenen Typ zu extrahieren, weil man diesen Typ dann entsprechend an verschiedenen Stellen einfach wiederverwenden kann. So, und wenn jetzt das Set-Intervall entsprechend auslöst, dann können wir hier hingehen und können also diese OnPulse-Funktion entsprechend auslösen und von außen bekäme man jetzt entsprechend eine Benachrichtigung. Jetzt ist der Punkt, jetzt wäre ja noch interessant, wo sind wir denn gerade? Also der wievielte Impuls pro Schlag ist das denn gerade? Und normalerweise, also wir brauchen sowas wie einen Counter. Normalerweise in der Programmierung zählt man ja mit 0 basierend. In der Musik zählt man üblicherweise 1 basiert. Von daher fangen wir hier jetzt auch an, 1 basiert zu zählen. Das heißt, wenn ich das Ganze starte, dann gehen wir hin und definieren eine Variable PulseCounter. Und die könnte vom Typ Number sein, da wir ja aber wissen, es werden definitiv immer nur ganzzahlige Werte zwischen 1 und 24 sein, könnte man hier auch hingehen und einen eigenen Typ definieren namens PulseCounter. Und wir initialisieren das Ganze mal mit 1. Und wenn also ein Puls stattfindet, dann geben wir diesen PulseCounter entsprechend mit raus. Und danach müssen wir hingehen und den Wert natürlich um 1 erhöhen. Jetzt hat ja ein Impuls stattgefunden. Und wenn jetzt der Pulse-Counter zu groß wird, das heißt, wenn wir jetzt mehr Impulse sozusagen ausgelöst, oder wenn der nächste Impuls sozusagen mehr wäre, als wir überhaupt Pulse pro Beat haben, dann setzen wir das Ganze entsprechend wieder auf 1 zurück. Damit das Ganze jetzt funktioniert, müssen wir 2 Sachen machen. Wir müssen nämlich zum einen diesen Pulse-Counter-Typ einführen und wir müssen die Signatur von OnPulse entsprechend erweitern. Fangen wir damit mal an. Das ist nämlich der einfachere Teil. Das heißt, wir haben hier den Pulse-Counter und das ist ein Parameter vom Typ Pulse-Counter. So, das ist das eine. Und wir müssen diesen Pulse-Counter Typ noch definieren und das ist jetzt eigentlich relativ straightforward. Das ist nur von der Tipparbeit her nicht ganz so, oder es ist halt ein bisschen Tipparbeit. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 oder 9 oder 10 oder 11 oder 12. Also schön ist, dass in TypeScript sowas möglich ist. Weniger schön ist, dass man es von Hand hinschreiben muss, dass es nicht sowas gibt wie die Möglichkeit, einfach eine Range zu definieren. Aber gut, sei es drum. Es ist ja eine überschaubare Anzahl von Werten. Das heißt, wir haben jetzt hier 17, 17, 18. Dann haben wir 19, 20, 21, 22, 23 und zu guter Letzt die 24. Da beschwert sich jetzt natürlich der Linter. Das heißt, no multispaces. Das ist normalerweise sinnvoll. Das nehmen wir hier noch entsprechend raus. Das heißt, wir sagen ESLint disable no multispaces. Einmal und zweimal, da enablen wir das Ganze wieder. Und das Zweite, worüber sich der Linter beklagt, ist, dass die Einrückung nicht stimmt. Das heißt, er versucht hier aus den ersten beiden Zeilen sozusagen eine Einrückung von 3 Leerstellen herzuleiten. Und das passt hier natürlich nicht. Das heißt, an der Stelle schalten wir auch entsprechend die Einrückung ab. Das heißt, add TypeScript-ESLint indent wird ebenfalls abgeschaltet. TypeScript-ESLint slash indent schalten wir ab. So, das Ganze sieht dann entsprechend so aus. Und damit haben wir das Ganze jetzt am Laufen und wir haben es auch eigentlich fast schon fertig. Was uns jetzt noch fehlt, ist eine Möglichkeit, das Ganze wieder zu stoppen. Das heißt, wir haben analog zur Start, haben wir eine Stoppfunktion und da müssen wir jetzt ja ein Clear-Intervall aufrufen. Damit das wiederum funktioniert, brauchen wir die ID des Intervalls, die da läuft. Das heißt, das Set-Intervall liefert uns eine ID zurück und die speichern wir uns in einer variablen Intervall-ID, die natürlich auch an der Klasse dranhängen muss und die hängen wir einfach hier oben als Private Property ebenfalls mit rein. So, und das ist vom Typ Node.js.timeout. Auch wenn es Timeout heißt, Timer-IDs und Intervall-IDs kommen beide sozusagen, sind beide vom selben Typ. Oder es kann natürlich auch undefined sein, weil zunächst mal ja kein Wert definiert ist. Und damit haben wir die Intervall-ID hier entsprechend uns gemerkt und können jetzt im Stop, können wir sagen also clear Intervall von this Intervall-ID und setzen anschließend noch die Intervall-ID auf undefined zurück. Und damit sind wir jetzt eigentlich fast fertig. Jetzt fehlen nur noch 2 klitzekleine Kleinigkeiten, nämlich zum einen
macht es ja Sinn, mal zu überprüfen, ob die Intervall-ID überhaupt gesetzt ist, also dass man nicht ein bereits gestopptes Metronom stoppen kann. Das heißt, wir gehen hier hin und prüfen, if this Intervall-ID ist gleich undefined, dann springen wir entsprechend raus, dann ist das schon gestoppt, dann brauchen wir nichts weiter zu machen. Die andere Geschichte, was wir machen sollten, ist, dass wir beim Start initial sagen, if this Intervall-ID ist ungleich undefined, dann hoppla, ungleich undefined, dann springen wir auch hier raus. Das heißt, ein Intervall, was bereits läuft, das können wir nicht nochmal starten. So, und damit haben wir das Metronom implementiert. Jetzt könnte man sich natürlich noch überlegen, dass man diese beiden Typdefinitionen onPulse und den PulseCounter entsprechend rauszieht. Das ist auch, glaube ich, eine gute Idee, das nachher zu machen. Allerdings sollte das Ganze dann auch nicht direkt unter Lib liegen, sondern das sollte vielleicht in einem eigenen Verzeichnis liegen, wo so diese musikalischen Grundbausteine sozusagen abgelegt sind. Aber wie die genau aussehen, wo das genau hinkommt, das können wir uns im Lauf der Woche noch überlegen. Für heute haben wir jetzt erstmal das Metronom sozusagen als Grundlage geschafft. So, und damit machen wir dann auch für heute erstmal Schluss, machen wir erstmal einen Strich an der Stelle sozusagen. Bis hierhin sind wir ja gekommen, haben jetzt auf jeden Fall diese Metronom-Klasse implementiert und da geht es dann morgen entsprechend mit den nächsten Schritten weiter und wir räumen weiter auf, sodass wir dann bis zum nächsten Livestream, der übrigens am 8. Juli, das ist der Donnerstag in ungefähr 10 Tagen, stattfinden wird, damit wir dann da entsprechend das Ganze, damit wir dann da drauf aufbauen können und damit wir dann da entsprechend das Ganze weiterbringen können. Also von daher so viel für heute. Vielen Dank, wie immer, dass du mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat, dass es auch diesmal vielleicht mal ein bisschen was anderes war, aus einer anderen Perspektive, mal mit ein bisschen Live-Coding. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer natürlich sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Und abonniere den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast und denk dran, die Glocke zu aktivieren, damit du von YouTube über neue Videos benachrichtigt wirst. Und ansonsten bleibt mir dann eigentlich nur noch, dir einen schönen Montag zu wünschen und einen guten Start in die neue Woche. Und wie immer, pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns morgen wieder. Mach's gut. Ciao.